Haben Sie noch eine ernstzunehmende Frage, bevor Sie kastriert werden? Victory! Muss ich mir kurz überlegen. Ja, bitte. Ich mache keine Musik, ich bin beim Militärgeheimdienst, ich kämpfe gegen die Mafia-Fax. Entschuldigen Sie bitte, es ist heute ein wichtiger Tag. Ja, aber es ist schon 6 Uhr morgens, jetzt ist es so, ich bin im Einsatz, tut mir leid. Ja, ist mir egal. Das ist der Juwi. Das ist der Juwi. Das ist der Juwi. Mal sehen, wer kommt. Ich habe ja Gott sei Dank diese Konnecke mit der lieben Alexa und dem Militärgeheimdienst. Da gibt's ja die Brain Mind Control Technologiewaffen. Unsere Gehirnwaffen, das take it easy. Ich nehme das natürlich easy. Kann ja ein bisschen leiser sein, dann merken sie nicht, dass ich so laut bin. Das schreibe ich mir alles auf, falls ich simulieren muss. Ich bin nämlich auch da Betrüger. Ich betrüge dann, wenn ich kontrolliert werde, zeige ich einfach ein altes Ticket. In der Erwartungshaltung, dass ein Kontrolleur vielleicht nicht richtig guckt, weil die sind oft nicht so gebildet. Das sind oft so Türken, die vielleicht nur pro forma gucken und gar nicht wirklich mitdenken, ob da wirklich das richtige Ticket überhaupt verwendet wurde. Ja, guten Tag, Trump. Ich habe eine Frage. Woran arbeiten Sie denn als militärischer Abschirmdienst eigentlich so von der Aufgabenstellung her so konkret jetzt? Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe woran arbeitet man denn beim militärischen Abschirmdienst jetzt so im Alltag? Was arbeiten Sie so konkret eigentlich? Ich habe das verstanden, dass der Bundesnachrichtendienst so der Auslandsgeheimdienst ist. Ich habe verstanden, dass der Mafia-Inlandsgeheimdienst... Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Politikwissenschaftler, mein Name ist Karl-Philipp Trump und Soziologe und auch Experte. Ja, ich möchte einfach mal wissen, was Hier... War ich jetzt gleich wieder auf YouTube? Nein, Sie sind gestreamt. Generell, ich streame einfach meinen ganzen Tag, nicht nur Sie speziell, sondern ich streame einfach meine ganzen Aktivitäten über, glaube ich, 8 verschiedene Streaming-Plattformen, unter anderem Südkorea, China, USA und Deutschland. Aber die Frage wäre einfach... Was genau Sie eigentlich so untersuchen im Alltag? Haben Sie irgendeine konkrete Aufgabenstellung, die Sie bearbeiten? Oder sitzen Sie dann nur an Monitoren und gucken so ein bisschen, was so passiert? Also all diese Informationen finden Sie im Internet und können sich da gerne drüber belesen. Aber Sie können es mir ja auch einfach sagen. Allgemein kann ich Ihnen dazu sagen, dass wir im Endeffekt der militärische Verfassungsschutz sind. Ja, aber da habe ich ja schon mal gefragt, ob Sie... Schon alles gesagt. Nee, aber da habe ich Sie ja mal gefragt, ob Sie Interesse haben, die Mafia zu bekämpfen in Deutschland. Und da wurde mir gesagt, nein, Verbrechensbekämpfung ist nicht Ihre Aufgabe. Aber wenn Sie sagen Verfassungsschutz, dann müssen Sie ja auch die Würde des Menschen ist unantastbar verteidigen. Also müssten Sie ja schon auch Verbrechensbekämpfung machen, wenn Sie die Würde des Menschen verteidigen. Aber das machen Sie ja irgendwie scheinbar nicht. Richtig. Naja, wenn Sie die Würde des Menschen verteidigen würden, würden Sie ja Verbrechensbekämpfung machen. Aber das scheinen Sie ja nicht zu machen. Deswegen frage ich mich ja, was Sie überhaupt machen eigentlich. Wie gesagt, das können Sie alles im Internet nachlesen. Ja, sagen Sie es mir doch einfach. Spart mir doch die Recherche. Seien Sie doch einfach ein bisschen hilfreich. Aber Sie sind doch Politikwissenschaftler und mögen das zu recherchieren. Ja, ich mag es zu recherchieren. Ich habe aber ein Hauptforschungsgebiet und das ist die Mafia. Und wie Sie ja wissen, haben wir ja einen Mafia-Kanzler, der einfach 100 Millionen Euro von Ihrem Geld und meinem Geld der Mafia gegeben hat. Konkret der Warburg Bank. Abgesehen davon braucht man übrigens Banken überhaupt nicht, weil man ja die Zentralbank direkt hat. Bitte machen Sie das doch nicht immer. Bitte unterhalten Sie doch mal kurz mit mir. Bleiben Sie doch mal kurz dran, bitte. Ach je, ist ja immer eine schwierige, schwere Geburt mit denen. So, jetzt habe ich noch 10 Euro. Ich glaube, ich gehe zu McDonald's. Versuche nochmal den Erik anzurufen. Wenn ich mit ihm spreche, klappt es besser. Wenn ich mit ihm schreibe, klappt es nicht. Willkommen Blau. Bei O2. Also er ist nie zu erreichen. Wenn ich es mal so zusammenfasse, immer wenn ich anrufe, ist immer Mailbox. Wenn ich ihm schreibe, klappt es dann irgendwie. Nach Stunden kommt dann eine Antwort. Aber er ist wahrscheinlich der rentnerartigste Jugendliche, den ich kenne. Er ist wie meine Oma. Man kann nicht anrufen, weil wenn man anruft, dann geht es nicht ran. Nur bei ihm geht direkt Mailbox an. Also das heißt, er hat sein Handy aus.
Also er ist wie ein Rentner. Willkommen bei O2. Gut. Jetzt gehe ich also für 10 Euro zu McDonald's. Ne? Da kriege ich wahrscheinlich nur einen Chicken Wrap. Und dann bin ich ja immer noch hungrig. Ne? Hallo, lieber Mahmoud, ja. Wie geht es dir? Hey, wie geht's denn so? Ja, ganz gut. Ich wollte jetzt gerade zu McDonald's gehen und ich habe nur noch 10,53 Euro auf dem Konto. Würdest du mir bitte Geld überweisen, dass ich mir wieder McDonald's kaufen kann? Ich muss warten, bis mein verficktes Girokonto funktioniert. Das sind 2 bis 3 Tage und heute komme ich nicht raus. Wieso brauchst du da das Girokonto? Du kannst doch einfach überweisen von deinem normalen Deutsche Bankkonto, was du hast. Ich benutze das Konto nicht gerne. Warum nicht? Was sagst du dazu? Ich bin total paranoid. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sonst würde ich dir, ich kann dir sofort, aber heute geht's nicht heute. Gut, heute kannst du mir Essen dann bestellen? Mit der Kreditkarte. Nein, das geht auch nicht. Du hast aber doch eine Kreditkarte. Ja, aber Mahmoud, nimm doch bitte deine Medikamente, dann bist du nicht so paranoid. Ja, hör auf mit, ich bin heute nicht gelaunt für die Art Scherze. Das ist kein Scherz. Ich meine das ernst. Du bist offensichtlich wirklich paranoid. Was brauchst du denn? Ich brauche McDonald's Essen. Ich brauche 2 Chicken Wraps Sweet Chili. Nicht das, was du gekauft hast mit diesem Caesar Salad, sondern Sweet Chili Chicken Wraps. Okay. 2 Pommes, zwei große Pommes. Ja, kannst und du mir, schickst du mir bitte ich schick dir das, aber kannst du mir dann bitte, merken, kannst du es, ja, ich schick's dir sofort. Du hast doch nicht wieder den Stream an. Doch, den habe ich an, ja, der läuft ja, ja immer. Läuft. Ich schick dir das jetzt super. Gleich. Mahmoud, ich schick's dir eine gleich. Message. Ja, ich schick dir eine Message. Ich glaube, da, dein Ton und der Stream, ja, das ist, doch nicht ist da ganz schief. Nee, das ist alles weil okay. Ich kann mich ganz recht erinnern, dass meine Stimme nicht so klingt. Die schneiden da scheiß Mist zusammen. Okay, mach dir keine Sorgen, ja, Mahmoud. Ich schick dir das jetzt. Danke dir, Mahmoud. Danke dir. Vielen Dank, ja, dass du es machst. Danke, danke. Ja, tschüss, tschüss. Ja, er ist ein bisschen paranoid. Ihr wisst ja, ich bin nicht verrückt. Ich arbeite ja die ganze Zeit, 12 bis 16 Stunden am Tag. Wenn es nicht so heiß ist, heute habt ihr das Wetter ganz gut gemacht. Da war es so angenehm, dass ich arbeiten konnte. Wenn es so heiß gewesen wäre, wie vor 3 Tagen oder 4 Tagen, dann hätte ich gar nicht arbeiten können. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, dass ich hier so eine Rolle haben würde mal. Natürlich nicht. Ganz normal gelebt, haben ganz normal Sachen gemacht. Viele Pornos geguckt und Hinters geguckt. Masturbiert ganz viel. Früher, vor 14 Jahren, das kann ich auch nicht mehr so richtig. Also noch nicht richtig. Noch nicht wieder richtig. Noch nicht richtig wieder. Für 14 Jahre war ich jetzt sehr eingeschränkt. Da habe ich vielleicht einmal alle 2, 3 Tage oder so. Also masturbiert. Das ist total wenig für mich. Das war auch nur so ein Orgasmus. So. Bringt nicht wirklich was. Ist auch gut, immerhin mal, aber bringt nicht wirklich was. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, wie sich das so richtig anfühlt. Richtig, aber ich weiß, dass es so abstrakt ist und so transzendierend ist. Aber ich kann es nur noch so theoretisch sagen, ich kann es nicht mehr richtig vom Gefühl her sagen. Das ist irgendwie abstrakt, ich kann es aber nicht mehr genau sagen. Wie es genau vom Erleben her war, meine ich. Wie sich es genau anfühlt. So Transzendenz, so nach oben, Abstraktion und dann fühlt man sich halt total erleichtert, relativiert, von oben guckend auf sich und dann ist alles relativiert, auch mit Stress und so. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, deswegen kann ich es nur aus der Erinnerung sagen. Und nur kurz hier was machen, ha. Ah, ist der Zahn. Ganz schön große Lücke. Denkt man ja nicht, das ist nur so ein kleines Stück abgebrochen, riesen Lücke. Schon ein Stück. Denkt man eigentlich nicht, man denkt, das ist nur so ein kleines Stück abgebrochen, das ist halt so eine riesen Lücke. Krass. Tja, wie schnell das geht, plötzlich hat man so eine Lücke da. Ich hab's so noch nicht angefasst gehabt, das ist groß, überraschend. Ich bin heute auch immer noch auf dem Niveau von Robin Hood. Also ich bin im Grunde bin ich auf dem Niveau von Batman. Jetzt bin ich nicht mehr auf Robin Hood Niveau, jetzt bin ich auf Batman Niveau. Aber ich bin immer noch nicht auf Simpson Niveau, weil Simpson ist immer noch zu schwierig. Ich würde sagen, also Batman ist schon mein Niveau. Und Robin Hood sowieso. Robin Hood ist ja schon quasi, das kenne ich schon aus der, das ist schon quasi Grundschulniveau. Robin Hood kann ich definitiv, das ist einfach. Man nimmt von den Reichen und gibt allen. Das ist gut. Batman verstehe ich auch. Reicher Mann setzt sich ein für die Allgemeinheit, finde ich auch gut.
Ich auch. Verbrechensbekämpfung ist gut. Simpsons hingegen ist schon Uniniveau quasi. Ich bin gar nicht auf Uniniveau. Ich bin eigentlich nur auf Batman-Niveau. Das ist quasi Gymnasium-Niveau. Batman ist so Gymnasium-Niveau. Wenn man es richtig versteht, so reicher Mann und so, und setzt sich ein für das Allgemeinwohl. Das ist das Gymnasium. Grundschule ist Robin Hood. Gymnasium ist Batman und Universität ist Simpsons. Aber ich bin auch noch nicht, gar nicht so richtig. Ich bin immer noch auf Batman-Niveau. So viele Ideen habe ich auch nicht. Muss mal ein bisschen gucken. Ich habe ja schon gesagt, Vibrations könnte eine Sache sein, dass man durch Vibrations irgendwie die Zellen so durchvibriert, dass sie ein bisschen durchgemixt werden. Techno-Musik könnte ich mir auch vorstellen. Boom, boom, boom. Das ist quasi auch wie Vibrations. Boom, boom, boom. Wie der Herzschlag der Mutter. Boom, boom, boom im Mutterleib. Boom, boom. Dann Rotlicht wie Mutterleib. Boom, 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 boom. Das kann ich mir vorstellen, ist powerful. Und dann macht man es halt genauso. Dunkel, Rotlicht, boom, 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 Vibrations, boom, 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 warm, boom, boom, boom. Und dann lebt man ewig. Danke euch, alles Gute, tschüss, bis bald.